Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf Mystica TV. Heute geht es um eine ganz spannende Verbindung, eine Verbindung, die sich, glaube ich, viele von euch auch ersehnen, nämlich die Zusammenarbeit zwischen einer, ich sage mal, spirituellen alten Tradition und der modernen Wissenschaft, der Medizin. Viele Menschen, wenn sie sozusagen auf der Suche nach Heilung sind, müssen selber diesen Weg gehen, irgendwo herausfinden, wer hilft mir, was hilft mir. Und oft kommen wir dann zum Ergebnis, dass die Kombination eigentlich das Idealste wäre. Und heute spreche ich mit zwei wunderbaren Persönlichkeiten, zwei Damen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben. Die eine ist eine Schamanin und die andere, ja, eine Psychiaterin und Neurochirurgin. Und das sind meine beiden Gäste. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Die Schamanentherapie. Und die beiden Gäste sind Andrea Kalf und Dr. Iris Zachenhofer. Ich grüße euch. Hallo. Hallo, Thomas. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir miteinander sprechen. Und ich finde es ganz toll, was ihr da macht. Und das Ganze geschieht auf Mystica TV. Viel Freude. Herzlich willkommen noch einmal, ihr Lieben. Ja, ich finde, es ist eine, ja, visionäre Arbeit. Es ist eine Pionierarbeit. Ich glaube, das ist eigentlich die Zukunft, dass immer mehr die, sagen wir mal, alten, seriösen, spirituellen Traditionen, Methoden und die moderne Wissenschaft zusammenwachsen. Und natürlich ist dann immer die Frage, was ist wertvoll an diesen alten Methoden und an diesem alten traditionellen Wissen und wie kann man das überhaupt irgendwo wissenschaftlich greifen? Das ist eine völlig spannende Sache, weil es ja völlig unterschiedliche Weltanschauungen sind. Und ihr beiden, liebe Andrea, liebe Iris, ihr kennt euch schon eine ganze Weile, ihr habt ein Buch zusammengeschrieben und es gibt sogar ein Forschungsprojekt, das jetzt begonnen habt. Zunächst will ich euch beide ein bisschen im Gespräch vorstellen. Liebe Iris, wir kennen uns noch nicht. Du bist Psychiaterin und Neurochirurgin, du arbeitest ganz normal in einer Klinik. Warst du trotzdem auch schon immer, ich sage mal, offen für schamanische Themen? Wie hat sich das bei dir so ergeben, diese Beschäftigung auch damit? Na, also eigentlich gar nicht. Also ich habe mit Schamanismus oder auch mit irgendwelchen Esoterik-Themen überhaupt nichts zu tun gehabt. Also ich bin eigentlich, also ich habe 10 Jahre auf der Neurochirurgie gearbeitet und bin jetzt auf der Psychiatrie. Und ich bin wirklich Schulmedizinerin immer gewesen. Also das war nie mein Thema. Bin dann eher zufällig durch meinen Chef, weil mein Chef hat früher in Wien in der Uniklinik gearbeitet und die haben da ein Projekt geplant gehabt mit den Schamanen. Und der hat sich schon immer ein bisschen mit Schamanismus beschäftigt eigentlich. Und mir hat das aber nie wirklich interessiert. Er hat dann manchmal so erzählt und so, aber ich dachte, ja, das ist irgendwie ist nicht so mein Ding. Wobei teilweise, es waren nur so Sachen, zum Beispiel hat ihm ein Schamane mal vor 10 oder 15 Jahren schon gesagt, dass irgendjemand kommen wird, mit dem er ein Buch machen wird. Und das war dann ich und deshalb war das schon ein bisschen gruselig, also irgendwie. Aber es hat mich jetzt nicht weiter interessiert, es war einfach jetzt nicht so mein Thema. Und dann war es irgendwie so, dann habe ich irgendwie schwierige Zeit gehabt, viele Krisen, war krank und so. Und mein Chef hat dann zu mir gesagt, na, dieser Schamane, den er kennt, der ist wieder in Wien und ich soll mal mit dem reden. Und ich dachte, na bitte, wie weit bin ich schon gekommen, quasi, dass ich meinen Chef zum Schamanen schickt. Und dann dachte ich, jetzt komme ich irgendwie nicht aus, ich schaue mir das mal an. Ich habe nur eher gedacht, okay, schauen wir mal den Typen an, also wie er so drauf ist und so. Und dann war es aber so, dass dieser Schamane, der hat überhaupt nichts von mir gewusst, wer ich bin und was ich mache und so, dass der wirklich so viele Sachen sagen hat können. Also das war unglaublich, so wortwörtlich wiederholt, was ich zu meinen Kindern gesagt habe, von meinen Träumen erzählt und also dass ich einfach absolut baff war und man dann irgendwie gedacht habe, na, irgendwie muss da schon was dran sein. Also irgendwie dann hab ich eigentlich erst begonnen, mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und habe ein bisschen so nachgelesen und bin dann auch auf die Idee gekommen, ob das nicht irgendwie für unsere Patienten auch eine Hilfe sein könnte. Und dann bin ich aber irgendwie bei dem Nachlesen mal auf die Andrea gekommen und habe ich dann geschrieben und habe dann nicht gewusst, ob ist sie jetzt auf Hawaii oder wo ist sie. Und gerade an dem Wochenende hat sie dann gleich zurückgeschrieben und hat gesagt, na, sie ist jetzt in Wien, sie macht gerade ein Seminar. Und dann haben wir uns, also das war irgendwie so ein komischer Zufall, wo man sagt, es gibt keine Zufälle. Und so haben wir uns kennengelernt und haben eigentlich seither wirklich viel miteinander gemacht. Und
Ja, unter anderem eben das Buch auch. Toll, ja. Aber es ist ja schon eigentlich ein völlig anderes Weltbild, ne? Eine völlig andere Sichtweise, die sich da einem eröffnet. Wie hast du das selber für dich so sozusagen zusammenbringen können? Du bist Wissenschaftlerin, du kommst aus der Medizin und dann begegnen dir solche Themen immer häufiger. Hast du einfach trotzdem einen, ich würde sagen, offenen Geist, sodass das für dich nie ein Problem war? Oder war das schon erstmal eine Auseinandersetzung? Wie bringe ich das zusammen in meinem Weltbild? Was sind das für völlig andere Dinge und Gegebenheiten und Erlebnisse? Ja, ich schaue halt immer auf die Ergebnisse quasi Ja. und bei dem einen Schamanen, was der bei mir gesagt hat und auch jetzt, was ich mit der Andrea kennengelernt habe, also wir haben teilweise wirklich Patienten gehabt, wo man sagen hat, können schulmedizinisch sind wir da nicht weiterkommen, sind wir angestanden oder die Patienten sind teilweise auch schlechter geworden. Und ich glaube, dann ist es schon irgendwie wichtig, dass man sagt, man beharrt jetzt nicht auf einem Weg, sondern man sagt, okay, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit oder so und ich glaube, da ist es schon ganz wichtig, dass man offen ist. Und es geht ja auch darum, dass man nicht sagt, ein Weg ist der richtige, sondern wir machen das gemeinsam und wir können uns dadurch ergänzen. Und wir haben auch in unserer Zusammenarbeit gesehen, dass wir eigentlich sehr viele Parallelen haben irgendwie und auch voneinander lernen eigentlich. Toll, ja. Und im Vorgespräch ist mir schon klar geworden, was euch vor allem eint. Ihr wollt den Menschen helfen. Egal mit welchen Methoden, egal was hilft. Und deswegen habt ihr euch zusammengefunden und ihr habt ja an einigen Fällen schon wirklich Menschen helfen können und arbeitet deswegen auch weiter. Und das finde ich so großartig. Und ja, liebe Dankeschön. Andrea, du tust dies ja auch. Du arbeitest als Schamanin immer schon für die Menschen. Und wir haben schon mal ein schönes Interview geführt. Das verlinken wir euch auch, wo wir so ein bisschen erfahren, wie du eben in den koreanischen Schamanismus eingeweiht wurdest, als erste westliche Frau überhaupt. Ja, Andrea, du bist eine Vollblut-Schamanin, kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Kann man wirklich so sagen, nach all der Zeit, ja, kann man wirklich sagen. Ja. Und wie arbeitest du heute? Hat sich im Laufe der letzten Jahre in deiner Arbeit noch mal etwas verändert an der Methodik, an dem Herangehen, an dem mit den Menschen arbeiten? Ja, natürlich, man verändert sich ja selber ständig und ich sage, man muss mir selber sich immer wieder selbst reflektieren und weiterlernen. Und was ja viele nicht wissen, dass ich ja fast über 12 Jahre nach Korea hin und her geflogen bin und auch die Begegnungen damals in Hawaii und in Deutschland immer wieder stattgefunden haben. Und ich habe auch selber nochmal eigene persönliche schwere Schicksalsschläge gehabt. Ich habe meine Eltern verloren und wir haben einen schweren Autounfall gehabt. Und all diese Dinge, die werfen einen ja natürlich selber auch auf sich selbst zurück. Und man schaut immer weiter, dass man sich weiterentwickelt. Und die Zusammenarbeit mit der Iris ist für mich super spannend, weil das hört einfach an dem Punkt nie auf, dass wir für die Iris sind es ja Patienten, für mich sind es Kunden, die gemeinsam betrachten. Und es ist einfach, finde ich auch für den Kunden sehr gut zu wissen, dass es einen Arzt im Hintergrund gibt, wenn ich einfach nicht weiter weiß. Ja? Also, dass ich einfach sagen kann, ich schlage die Brücke dazu. Und sie können sich der Iris anvertrauen, wenn sie das wollen. Und ansonsten kann auch Iris fragen, wenn die schon mit Diagnosen oder Tabletten. Bei mir ist es ja leider Gottes immer so, dass die meisten ja, die zu mir kommen, schon austherapiert sind. Wir haben ja schon eine große Odyssee an Krankenhäusern, an Ärzten, an Therapeuten hinter sich. Und da bin ich unheimlich dankbar und ich kann unheimlich viel von der Iris einfach lernen. Das ist miteinander, das ist ein wunderbarer Austausch. Toll, das glaube ich. Ja, ist eigentlich schade, gell, dass die Menschen erst, wenn sie gar keine Hoffnung mehr haben, zu solchen alternativen Methoden greifen, während in Wirklichkeit schon sehr viel früher so eine Zusammenarbeit ja toll wäre. Das ist leider Gottes bei uns so, weil in den anderen Kulturen, wenn ein Problem auftaucht oder wenn sich der Mensch unwohl fühlt, geht er ja meistens erst einmal zum Schamanen oder zum Heiler. Ja. Und bei uns ist es ja leider Gottes so verschütt gegangen, dass man zuerst, sage ich mal, versucht vielleicht nur ein bisschen alleine und dann ist der nächste Gang natürlich, was ja auch wichtig ist, wenn man in der Arbeitswelt integriert ist, muss man zum Doktor gehen wegen der Krankschreibungen und alles. Und dann erst viel, viel später kommen die zu mir. Ja.
Also auch in Ländern gar nicht so weit weg. Ich glaube, Iris, du hast auch im Buch geschrieben, dass es in Österreich zum Beispiel einige Kliniken gibt, die sehr wohl auch mit alternativen Ergänzungsmethoden arbeiten. Also da scheint auch schon eine etwas größere Offenheit da zu sein als bei uns in Deutschland. Ja, aber es ist schon schwierig. Also allein mit dieser Studie, weil wir haben dann auch gleich gesagt, man kann ja jetzt nicht einfach sagen, im Krankenhaus man behandelt mit Schamanen, sondern wir haben das wirklich mit einer Ethikkommission beantragt. Also das war eine Ethikkommission mit, glaube ich, 15 Leuten, mit Juristen und so, die das dann nach vielem Hin und Her eigentlich bewilligt haben. Und weil das ist ja auch zum Schutz der Patienten, man kann nicht einfach mit irgendwelchen Therapien jetzt beginnen, was jetzt, also bei anderen Sachen, da gibt es wissenschaftliche Daten, aber bei Schamanismus in der Medizin, da gibt es im Prinzip noch nicht viel Ja. wissenschaftliche Arbeiten. Deshalb war es uns eben so wichtig, diese Studie wirklich richtig gut zum Aufziehen, eben mit der Ethikkommission und allem und einem ordentlichen Studienprotokoll. Aber da haben wir schon gewaltigen Gegenwind gehabt. Also, das war jetzt nicht einfach, aber das ist sicher eine revolutionäre Sache. Ja, spannend. Was ist das für eine Studie? Also, die hat gerade begonnen und was wird da geschehen? Also, ich arbeite in einem psychiatrischen Krankenhaus auf der Drogenabteilung und wir werden quasi Patienten, die bei uns in Behandlung sind, vergleichen. Also wir haben zwei Gruppen, die eine mit der gleichen Therapie wie bisher und die zweite Gruppe mit der gleichen Therapie wie bisher, plus eben mit der schamanischen Behandlung von der Andrea. Und im Prinzip können alle, die bei uns sind, können theoretisch teilnehmen und das wird dann eben per Zufall entschieden, in welche Gruppe die kommen. Und dann wollen wir uns eben die Ergebnisse anschauen. Das ist eben mit psychologischen Befragungen. Dann bekommen die so Fitness-Tracker, wo wir uns den Schlaf anschauen und die Herzfrequenz und alles. Und das soll dann eben analysiert werden, wie die sich unterscheiden. Also im Prinzip ist halt unsere Hypothese, dass die mit der schamanischen Behandlung quasi besser werden. Und da wollte ich nur dazu sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Stelle ist, aber wir bekommen jetzt schon sehr viele Anfragen. Da rufen immer irgendwelche Leute an, die bei der Studie mitmachen wollen. Also das ist wirklich nur für Patienten, für Suchtpatienten, die bei uns in Behandlung sind, weil es glauben alle möglichen Leute, sie können da bei der Studie mitmachen. Also da gibt es wirklich relativ strikte Einschlusskriterien und also man muss an einer Suchterkrankung leiden. Ja, okay. Und dann kann man mitmachen bei der Studie, weil viele sind interessiert und so und möchten da mitmachen, aber eben, also da haben wir eben dieses Einschlusskriterium. Klar, verstehe ich total. Gut, dass du Ja. sagst. Gibt es ja irgendwo eine Webseite, wo man sozusagen über den Stand der Forschung Informationen bekommt? Oder macht ihr das erstmal sozusagen jetzt ganz unter Verschluss und irgendwann wird es Ergebnisse? Ja, also wir werten das nur intern für uns aus, aber das wird dann erst, wenn die Daten alle fertig sind, wird das quasi publiziert und ja. Ah, okay. Ja. Liest man da vielleicht im zweiten Buch von euch, wer weiß. Ja. Ja. Toll. Auf alle Fälle. Ja. Also in diesem Buch wird erstmals auch so ein bisschen, also Schamantherapie finde ich auch einen tollen Titel übrigens, ja, es ist eine Therapieform. Und da wird das erste Mal etwas ausführlicher, lieber Andrea, auch über deine Arbeit geschrieben. Es gibt schon ein erstes Buch über dich, das ist hier hinten auch. Es ist auch ein sehr, sehr schönes Buch, wo so ein bisschen über deinen Werdegang erzählt wird. Und in diesem Buch erfährt man einfach so ein bisschen genau, wie du arbeitest. Und ich habe es ja selber schon erlebt. Du hast zunächst einmal, was ich auch ganz faszinierend finde, ja, so sehende Hände. Mit den Händen nimmst du viele Dinge wahr. Magst du das mal beschreiben, wie du das erlebst? Ja, sehende Hände finde ich ein schönes Wort, Thomas, aber so noch gar nicht gehört und selber auch noch nie so interpretiert. Als erstes Mal habe ich diesen fast, würde ich sagen, Röntgenblick, wenn jemand zu mir kommt. Und mir ist am allerliebsten, wenn der mir gar nichts erzählt. Okay. Ja, also das ist mir das Allerwichtigste, damit ich selber auch für mich immer wieder als Eigenreflexion und Rückspüren und im Vertrauen auf meine Spirits und Götter selber erstmal dem Gegenüber sag, was ist für mich der Ist-Zustand, so wie er kommt und was sind die Themen, die ich sehe, spüre und fühle. Und das gibt dann danach einen wunderbaren Austausch. Und mit meinen Händen arbeite ich einfach so, wie mir meine Spirits leiten und versuche demjenigen, nicht ich persönlich als Andrea, sondern immer wieder die Spirits und die Götter durch mich die Dinge
wegnehmen zu dürfen, die praktisch wie Blockaden oder Hindernisse im Leben sind. Also ich bezeichne es immer wie ein Staubsauger. Der Kunde hört dann teilweise, dass ich stark aufstoßen muss oder dass ich mir übergib oder dass ich raus. Also ich sage immer vorher, bitte, es tut mir furchtbar leid, weil das ist nicht super angenehm, das dann zu hören. Und ich meine, wir sind ja auch so erzogen, dass man jetzt nicht laut rülpst oder so. aber das passiert leider Gottes so, weil die Dinge erstmal in meinen eigenen Körper rüberziehe. Und das ist das, wo ich sage, den Weg, den ich beschreite, der ist mit Sicherheit nicht einfach. Ja, du bist nicht so irgendwie Schamanin geworden, weil du gesagt hast, ach, ich mache das mal, sondern du wurdest da wirklich berufen. Und du hast auch in einem Buch gesagt, dass du ganz froh bist, dass keine deiner Töchter sich wünscht, Schamanin zu werden, weil es in der Tat den ganzen Menschen fordert und auch herausfordert, oder? Ja, und auch die ganze Familie rundherum. Also weil man ja nie sagen kann, also ich kann nie großartig was planen. Also es ist ja wirklich, dass das jeden von uns auch in der Familie betrifft und einfach den Weg man super flexibel sein muss. Ja, also das ist, und egal wo wir sind, ich einfach nicht weiß, was auf mich zukommt. Ja, das ist einfach so. Und fühlst du dich natürlich verbunden mit der geistigen Welt, den Spirits, wie du sagst? Gibt es so Phasen, wo du im Vorfeld schon weißt, oh, da kommt jetzt was auf mich zu oder da wird sich bald ein Mensch merken? Gibt es Vorahnungen in dieser Hinsicht? Natürlich, es gibt ja dann, also was viele ja nicht wissen ist, wo die immer sagen, wie basiert denn das, ist das ja einfach, wir haben ja nichts anderes, als wir unseren Körper und unsere eigene Psyche, und das ist jetzt das Spannende mit der Iris auch oft im Austausch, wenn wir Kunden haben, weil ich das ja vorab schon an mir selber körperlich und psychisch, ich kann relativ gut beschreiben, wie es demjenigen geht, das, was er vielleicht in der Therapie selber gar nicht so in Worte fassen kann und erzählen kann. Kann ich dann ganz detailliert oder auch in Träumen beschreiben und so kommen wir gemeinsam zu der Problematik und zur zielorientierten Lösung. Wow, ja. Ja, und da passieren schon manchmal Dinge. Es werden in dem Buch verschiedene Fälle beschrieben und in einem Fall bist du gerade dabei, mit einer Frau zu arbeiten, bist an ihren Beinen, kommt spontan der Satz, haben Sie ein Kind verloren? Das ist einfach plötzlich so ein Wissen, das da war, oder? Ja, man kann sich das vorstellen. Und ich meine, Thomas, du warst ja auch schon bei mir. Das ist, als würde ein Video abläuft. Ja, also das ist, kann ich ganz schlecht beschreiben. Da spielen sich praktisch Bilder vor meinen eigenen Augen. Also als würde eine Fernsehschau in dem Sinn. Ja? Und ich kriege und darf aber dann nur ganz gezielt, was mir die geistige Welt erlaubt, den Kunden dazu befragen, was anscheinend in dem Moment wichtig ist und was zur Problemlösung dazugehört. Ja? Habe ich jemanden, wo ich sage, okay, das geht, ich habe das Gefühl, der ist mehr krank, als ihm selber bewusst ist, den schicke ich dann natürlich weiter zu Ärzten und auch zu anderen Ärzten, als würde Iris. Also sie haben ja auch Zusammenarbeiten mit anderen Ärzten noch. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Also ich bestehe nicht drauf, dass ich allein die einzige Wahrheit habe oder so, sondern es ist mir immer wichtig, dass der Schamanismus den Weg gemeinsam diese Verbindung einfach finden kann, so wie es ja eigentlich immer früher auch gewesen ist. Ja. Ja, ich finde es wunderbar. Du hast auch irgendwo in einem auch mal gesagt, dass du eigentlich nur Menschen behandelst, die sich auch schulmedizinisch behandeln lassen. Also ja. Sozusagen nicht das eine, nicht ohne das andere. Das finde ich auch wichtig. Ja, und da muss ich sagen, ich habe wirklich wunderbare Erfahrungen schon gemacht, auch in Krankenhäusern, dass die Ärzte einfach, und ich finde, das sollte man so ein bisschen verlieren, dass man generell gesagt hat, die Ärzte sind dagegen, das stimmt nicht. Die sind dagegen, wenn sie Gegenwind bekommen, ja. Wenn man aber dafür offen ist, dass man ihnen die eigene Sichtweise nicht wegnimmt und auf das selber so beharrt und sagt, ja, mit bestimmten Ritualen oder Ritualswerkzeugen wird der Kunde einfach gesund, sondern es braucht manchmal Operation, es braucht manchmal Medikation und die ist auch in dem Moment gerechtfertigt. Und ich schaue weiter, wo kommt das tiefere Problem her? Und so, glaube ich, finden wir eine ganz gute Brücke miteinander. Ja. Und das Wichtigste ist einfach, dass dem Endverbraucher und dem Kunden gut geht. Also das ist, und dass die dann nicht wieder in einem halben Jahr dastehen mit dem gleichen Problem und es ist noch schlechter geworden. Ja.
Ja, und trotzdem, liebe Iris, hast du sicher auch etwas Gegenwind erfahren. Wie hat sich das für dich so ergeben? Hast du dann auch Verbündete in der Klinik gefunden und sozusagen, dass ihr gemeinsam so ein bisschen für dieses neue Projekt zusammenarbeitet? Wie gehst du damit um? Wie haben die Kollegen reagiert? Wie gelingt es dir da einfach trotzdem, den Mut zu behalten und einfach jetzt dieses Projekt weiter zu verfolgen? Ich meine, ich habe sehr viel Glück, weil mein Chef da total dahinter steht, weil der da wirklich uns sehr viel geholfen hat und auch mit dem Studienantrag und so. Und die anderen waren etwas irritiert, weil mich im Prinzip alle jetzt als sehr bodenständig kennen und also nicht irgendwie esoterisch oder spirituell und so. Und die waren jetzt eher irritiert und vielleicht ein bisschen so ängstlich eher, würde ich sagen, aber ich meine, im Prinzip ist es, ich glaube, es ist immer so in der Geschichte, wenn irgendwas Revolutionäres ist, dann hat man immer einen Gegenwind. Also ist egal jetzt, was es ist, ob es der Eiffelturm war oder irgendwelche anderen Sachen. Also immer, wenn irgendwas Großes kommt oder sich viel ändert, da gibt es immer Leute, die dagegen sind. Und also ich nehme das nicht persönlich in dem Sinn. Mir ist nur wichtig, dass ich also das Team, was mit mir zusammenarbeitet, dann mit den Studienpatienten, die können das, die finden das eigentlich alle eh super und so. Und Skeptiker wird es immer geben, aber also wie gesagt, ich nehme das nicht persönlich. Ja, nee, wunderbar. Ja, und du hast vorhin schon angedeutet, dann bist du also der Andrea begegnet, jetzt arbeitet ihr zusammen. Was waren denn so vielleicht deine ersten berührendsten Erfahrungen mit Andrea? Ab wann war für dich klar, wow, das ist jetzt echt was Besonderes, was Einzigartiges, diese Begabung, diese Arbeit? Na eben bei Patienten, wir haben auch den einen Fall zum Beispiel drinnen mit der einen Patientin, die Depressionen gehabt hat und wo man irgendwie einfach nicht weiterkommen ist, wo man immer das Gefühl gehabt hat, sie spricht schon drüber, aber sie bleibt irgendwie auf einem oberflächlichen Niveau. Also da war irgendwie was sie nicht sagen hat können oder sagen hat wollen und so. Und wenn man dann sieht, dass da irgendwie durch die Andrea da einfach jetzt auf einmal ganz andere, neue Informationen auftaucht, also das ist schon spannend, weil ich glaube, mit der hätte man noch 5 Jahre reden können, wenn wir auch nicht dahinter kommen. Also das ist schon wirklich eindrucksvoll. Und was ich auch ganz toll finde, ist es irgendwie wie, es ist ein effizienteres Arbeiten, als wenn ich alleine arbeite. Also es ist irgendwie, wie wenn ich zusätzlich also wir wirklich ganz tolle zusätzliche Diagnostik. Also es ist einfach viel effizienter und ich glaube, wir können den Leuten auch viel besser helfen. Weil ich meine, wir haben zum Beispiel manche Patienten, die kommen und die sagen dann auch so, ja, wir sind irgendwie ihre letzte Möglichkeit oder sie wollen alle Medikamente absetzen und so. Und das möchte man eben auch, und das hat die Andrea eh schon angekündigt, dass es soll immer so ein Miteinander sein und nicht, sie machen jetzt die Schamanentherapie und dafür setzen sie ihre ganzen Medikamente ab. Also das ist Unsinn, weil das soll einfach eine Unterstützung sein und je mehr Säulen man hat, umso besser. Aber es ist jetzt nicht gut, wenn man eine Säule dafür abreißt quasi. Ja, ja. Und ich glaube, das ist für die Patienten auch irgendwie dann ganz gut zum Nehmen. Lernt ihr auch im Moment voneinander? Also was euch hier eint, ich finde, ihr habt beide so einen pragmatischen Forschergeist. Ja? Also einfach schauen, was hilft und einfach Methoden anwenden, aber natürlich aus völlig unterschiedlichen, wie gesagt, Weltbildern oder Weltsichten heraus. Lernt ihr gerade voneinander? Inspiriert ihr euch gegenseitig in dieser Arbeit? Ja, immer, immer. Also mit jeder Behandlung, mit jedem Patienten eigentlich, weil wir uns immer austauschen und auch irgendwie andere Erfahrungen vergleichen. Also ich glaube, wir multiplizieren unsere Fähigkeiten durch diese Zusammenarbeit. Ja, das Spannende ist ja dann einfach auch im Nachgang, im Austausch, wie wir, also wenn man uns da gemeinsam miteinander erlebt, vom Kunden auch, das ist also... Da sagen wir auf alle Fälle, ist ein gemeinsames Miteinanderlernen. Also das ist, was auch dann das Ergebnis dann teilweise ist und wo man sagt, okay, wie können wir jetzt demjenigen helfen? Es gibt natürlich auch Leute, wo wir beide sagen müssen, es tut uns leid, das geht nicht. Ja, das muss man auch. Und da sind wir auch beide so fair und sagen das. Ja, also das ist nicht, dass wir sagen, okay, wir müssen jeden an uns binden und jeden an uns halten. Das geht gar nicht. Ja.
Also da wirklich ehrlich hinschauen, ehrlich schauen, was funktioniert. Ja, und ich glaube, das können wir beide deshalb so gut, weil jeder von uns beiden schon in schweren Lebenskrisen im Leben gesteckt ist und die selber meistern muss. Und wir durchaus beide großartige Mütter sind, also jeder 5 Kinder hat und wir sprechen einfach viel aus Erfahrung. Also das ist nicht unser Wissensschatz, sondern einfach was aus dem richtigen Leben passiert, wo man mit beide Füße einfach am Boden bleiben muss und nicht irgendwo rumschweben kann. Ja, und okay, also herauszufinden, wann funktioniert die Arbeit mit den Menschen gut, hat, glaube ich, auch damit zu tun, wie sehr der Mensch bereit ist und offen ist, selber vom Bewusstsein her wirklich ja vielleicht sich sogar zu verändern, um gesund zu werden. Wie sehr spielt das eine Rolle? Also ich habe tatsächlich mal vielleicht 2 Jahre jemanden gehabt, es war ein Pärchen und die Frau kam, weil der Mann das wollte und die Frau war sehr, sehr krank. Und da hat man gemerkt, sie möchte eigentlich gar nichts. Ja? Und man muss dann schon das Schicksal von derjenigen Person respektieren und das auch dann stehen lassen. Also ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und das ist leider Gottes so in unserer eigenen Kultur. Und ich kann vielleicht das ein bisschen gut vergleichen, weil ich ja auch Kinder aus einer anderen Kultur habe, aus einer hawaiianischen Kultur. Wir haben so ein bisschen die Eigenverantwortung für uns verloren oder gar nie gelernt, wirklich so richtig, weil wir ja immer jemanden haben, der uns das abnimmt oder für uns denkt oder für uns entscheidet. Und das macht sie natürlich sehr bemerkbar in einer Krankheit oder in einer Krisensituation, dass wir sagen, okay, ich gehe jetzt wohin. Derjenige wird mir schon sagen, was ich zu tun habe und der wird es mir auch abnehmen. Und irgendwann kommt aber der Punkt, dass wir alle feststellen, weil so funktioniert das nicht. Ja? Egal, ob das jetzt ich an Krebs erkrankt bin, was ich ja selber auch erlebt habe, oder ob ich eine Lebenskrise habe, ich muss immer selber durch diese Geschichte. Ich kann die nicht abkürzen. Ja? Ich kann mir auch nicht irgendwelche Hintertürchen aufmachen und sagen, der Arzt erledigt das schon für mich. Das geht nicht. Ja, absolut, ja. Ich habe mal zwei Fragen zu zwei Themen und da bin ich jetzt mal gespannt, wie ihr diese Themen seht und wie ihr euch da vielleicht auch ergänzt. Das erste ist Suchterkrankungen. Ja? Also ich glaube, ihr beide habt immer wieder Patienten oder Menschen gehabt, die da sozusagen große Probleme haben. Es gibt ja verschiedene Arten von Süchten, Alkoholismus, Sexualität. Fernsehen kann auch eine Sucht sein und so. Gibt es da, wie ist aus eurer Sicht das zu bewerten? Ist eine Sucht, ist das eigentlich vor allem eine seelische, eine psychische Krankheit? Also was ich bis jetzt so erlebt habe, ist die Sucht meistens nur die Spitze vom Eisberg. Ja. Also das ist meistens sind da ganz andere Probleme dahinter. Und die Sucht ist einfach das Mittel, wie die Patienten ihre Probleme behandeln. Also da liegen oft Depressionen dahinter oder Angststörungen oder schwierige soziale Probleme und die Sucht ist einfach ein bisschen so der Ausweg, wo man sich ein bisschen ausklinken kann. Also in erster Linie ist sicher psychische Krankheit. Wir machen dann schon einen körperlichen Entzug, aber das ist das kleinste Problem. Also wichtig ist einfach, diese ganzen vielen dahinterliegenden anderen Probleme zu lösen. Aber die Sucht ist meistens nur, das ist fast wie ein Symptom von einer Grunderkrankung. Ja, eigentlich. So eine Verdrängung, so eine Flucht, so ein Versuch. Ja, sicher. Und das Problem ist dann eben, wenn man immer flüchtet, dann wird die Realität ja immer schlimmer. Also dann bauschen sich auch die ganzen Probleme auf. Und wenn man dann aus der Sucht heraus ist, dann hat man eine Welle an Problemen, die dann zu bewältigen sind. Und das ist schwierig. Ja. Und das ist aber jetzt für mich das Spannende, wenn du fragst, ob das ein seelisches oder ein psychisches Problem ist. Sehe ich aus meiner Sichtweise so, dass die Seele durchkommen möchte oder die Seele nicht genug genährt worden ist und immer auf der Suche ist. Die ist noch nicht angekommen an ihrem Weg, an ihrem eigenen, an ihrer eigenen Berufung und öffnet da die verschiedensten Türe und Tore, um da weiterzukommen. Und genauso wie du sagst, mit dem Hintergedanken, je mehr ich mich vielleicht sage ich mal, dämpfe oder ablenke, umso einfacher wird es, umso ruhiger wird diese Stimme in mir. Das sind ja Stimmen, die da zu tragen kommen. Und je mehr ich mir, was weiß ich, Drogen einpfeife oder Alkohol oder was der Geier, dämpfe ich die, aber die denken nicht drüber nach, dass dann nachher umso viel schlimmer wird. Du jetzt auch sagst, ihr ist einfach nach dem Entzug.
die gleiche Thematik da ist. Und das Spannende, was ich in meinen, das ist jetzt doch schon über 20 Jahren feststelle, ist einfach, was man unterm Strich aus meiner Sichtweise immer wieder sagen kann, dass das schon losgeht in der Schwangerschaft und in der Geburt, dass da einfach der Kontakt oder die Zweisamkeit zwischen Mutter, Kind und Vater einfach nicht so stattgefunden hat und auch nach der Geburt. Sehr spannend, ja. Natürlich ein vielschichtiges Thema, aber ja, wunderbar, ja. Vielen Dank. Und ein zweites Thema, was mir immer wieder begegnet, ist sozusagen auch ein bisschen die Grenze der Medizin, Psychosomatik, Seele ist diese Entsprechungen, ne? Rüdiger Dahlke, Krankheit als Weg, sozusagen, wo versucht wird, anhand von körperlichen Symptomen Rückschlüsse auf seelische Befindlichkeiten zu finden. Beispiel Haut ist also ein Grenzorgan, hat auch mit Berührung zu tun, also hat der Mensch Probleme mit Berührung. Wie sehr würdet ihr sagen, entspricht das manchmal tatsächlich den Tatsachen, oder wie sehr würdet ihr sagen, es ist von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich und man kann diese symbolhafte Entsprechungen gar nicht so sehr immer eins mal eins übernehmen? Also ich versuche den Patienten immer als Ganzes zu sehen. Ja. Also wirklich, und ich meine, das kommt wahrscheinlich auch daher, weil ich vorher von der chirurgischen Abteilung war und eben immer auch diese vielen körperlichen Erkrankungen gesehen habe. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man immer alles sieht und alle Probleme. Also nicht nur die Patienten sind jetzt bei mir, weil sie psychische Probleme haben, weil sie Suchtprobleme haben, sondern ich schaue mir alles an. Also alle anderen Sachen, was die noch haben, dermatologisch oder irgendwelche Baucherkrankungen, weil das alles zusammenhängt. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Patienten, der hat ständig so Bauchschmerzen, Durchfälle und so. Der kann sich auf die ganze Therapie nicht einlassen, weil er mit dem Bauch so beschäftigt ist. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich beschäftige mich nur mit der Psyche, wenn das andere Problem irgendwie im Vordergrund ist. Also das finde ich wirklich wichtig. Das ist ja gerade ein bisschen das Problem von unserer Schulmedizin, dass das so spezialisiert ist alles. Also das ist mit den vielen, ich meine, das hat Vorteile, aber eben auch Nachteile mit den vielen Spezialisierungen und Untergruppen und so, dass viele von den Ärzten nur mehr auf ihr Fachgebiet schauen quasi und die anderen Sachen gehen dann irgendwie unter und die Patienten laufen eben von Arzt zu Arzt und da versuche ich das eben ganzheitlich zu sehen und da tue ich mir eben auch mit der Andrea viel leichter, weil zum Beispiel in dem einen Fall mit der Patientin da war eine Patientin mit seiner Nierenerkrankung und wo die Andrea da wirklich dann eine ganz wichtige Information geliefert hat, die bei der ganzen Diagnostik verloren gegangen ist quasi. Also aber man muss immer den ganzen Menschen sehen. Man hat nie nur körperliche oder nur psychische Symptome, weil wir vermuten ja auch, dass viele Tumorerkrankungen letztendlich auch irgendwie psychisch entstehen können. Und so. Also da wissen wir einfach noch viel zu wenig, um da jetzt irgendwie das abgrenzen zu können. Und was wir dann auch noch machen, oder was ich sowieso mache, ich schaue mir immer die ganze Familie an. Und auch wie wir in unserem Buch geschrieben haben, die Wissenschaft entdeckt die Heilkunst der Ahnen, dass die Ahnengeschichte natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also wo man immer wieder feststellt, es entstehen immer wieder die gleichen Krankheitsbilder, es entstehen die gleichen Verhaltensweisen. Ja, also das gehört über Generationen immer weiter geliefert. Und es gibt einfach im Schamanismus, wir sprechen dann von Unrest Souls, von unruhigen Seelen, die immer wieder ins System einspielen. Und deswegen schauen wir uns das komplette System an. Also den Kunden natürlich oder den Patienten mit ihrer Sorge ganzheitlich, aber auch das Umfeld. Weil oft kommen Eltern und sagen, ja, das Kind hat das, lenken aber dabei von der eigenen Problematik und von den eigenen schwierigen Eheverhältnissen oder den eigenen Themen komplett ab. Und das Kind soll jetzt zum Arzt und zum Psychiater gehen und brav Medikamente schlucken, das wo aber an sich vielleicht gar keine Probleme hat. Finde ich total wichtig. Vielen, vielen Dank, dass du uns daran erinnerst. Ich vergesse es auch immer wieder, wie sehr wir natürlich eingebunden sind in unsere Familie mit unseren Ahnen. Sollte man dann
vielleicht sogar viel häufiger mit auch Familienangehörigen, mit der Familie insgesamt sprechen, wenn ein Mensch eine Symptomatik hat und wenn du merkst, wow, das hängt mit allen zusammen. Das machst du wahrscheinlich auch, oder wie? Das mache ich, ja. Also das mache ich auf alle Fälle. Also wir auch gemeinsam, ja, wenn wir Gespräche, wir führen ja Online-Gespräche zusammen durch die Pandemie, integrieren wir die Familie oder wir sagen, wir hätten gern, dass ein Familienmitglied dazukommt. Und bei mir ist es halt dann noch so in der Arbeit, es kann dann auch sein, dass ich sage, okay, ich muss mir überhaupt einmal den Wohnplatz anschauen. Ja, was gibt es da für Geschichte dahinter? Ja. Also woher Probleme entstehen, das kann ja so vielschichtig sein. Das ist ja, der Mensch, sage ich, ist immer so der Ausdruck des Ganzen. Das schön, ja, absolut. Ja, und jeder Mensch ist sein eigenes Universum, das ist schon absolut richtig. Jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigene Familie und all dies, was ja auch wunderschön ist, was ja zeigt, wie vielschichtig wir sind und wie vielschichtig das Leben ist. Aber deswegen und ist dahinter eben, ganze Ahnenkraft einfach steckt. Ja, das darf man einfach nicht vergessen, wir sind nicht alleine da. Wenn vielleicht unsere Eltern gestorben sind und unsere Geschwister und was weiß ich alles, aber nichtsdestotrotz ist die Kraft unserer Ahnen um uns und die wirkt. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich finde es ja nach wie vor echt interessant, mir das anzuschauen, wie ihr da zusammenarbeitet. Denn zum Beispiel auch schamanische Werkzeuge, die auch in dem Buch ein bisschen genauer nochmal vorgestellt werden, sind ja Amulette, es sind Rituale, es ist das Räuchern. Das sind ja alles völlig nicht medizinische, aber sehr wirkungsvolle Methoden. Magst du uns mal vielleicht am Beispiel eines Amuletts erzählen? Was hat so ein Amulett so eine Wirkung? Was ist das Besondere dabei? Also ich versuche das dem Kunden immer so zu erzählen. Die meisten Menschen gehen ja ganz einfach zum Tätowieren, gell? Die lassen sich einfach eine Tätowierung stechen und haben aber gar keine Frage großartig dahinter, woher kommt das her, was hat es für Wirkung, was wirkt es auf mich aus. Das Gleiche ist dann mit Amulette oder Talismänner. Die haben eine Form der Vibration und ein Gebet des Schamanen in sich, das wirkt. Das wirkt für den Kunden und das wirkt im System. In meiner Tradition, wo ich gelernt habe, ist es so, dass die Amulette nachts erstellt werden. Wir bestimmte Diäten auch teilweise einhalten müssen. Also die können dann nicht einfach nur so gemalt werden oder einfach abgepaust oder so oder von einem Kunden zum anderen. Ja, da steckt ein richtiges Ritual dahinter und das muss streng eingehalten werden und dann wird es mit Gebeten aufgeladen und dann bekommt es der Kunde und kriegt dann dazu mitgeteilt, wie er das anwendet. Und das praktisch begleitet ihn. Schön. Und ich war ja schon mal bei dir zu Hause, da gibt es eben einen richtigen Altar. Es gibt da wirklich ganz viele sozusagen Gegenstände und Kerzen und ganz viel, was einfach dazugehört. Du hast es so gelernt und es ist einfach, es gehört dazu, nicht wahr? Es gehört dazu, ja, genau. Wird man Tisch entdeckt, wenn man Gäste hat. Ich das immer. Die setzt sie auch nicht an einen nackten Tisch, oder? Ja, absolut. Ja, schön. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich finde es wirklich großartig, was ihr da macht. Wie geht's weiter? Also das heißt, ihr habt da jetzt schon vor, natürlich ein größeres, ich sag mal, Feld vielleicht ins Leben zu rufen, wo einfach dieser Diskurs, dieses Miteinander zusammenarbeiten, stärker sozusagen vermittelt wird und weitergegeben wird. Was sind so eure Visionen? Wie könnte sich eure Zusammenarbeit und auch die Zusammenarbeit vielleicht anderer Schamanen und Mediziner weiterentwickeln? Also wir glauben im Prinzip, dass das eigentlich die Zukunft von der Medizin sein wird. Also das, ich glaube, dass wir in der Medizin irgendwie einen Punkt erreicht haben, was irgendwie kein guter ist. Und dass es jetzt irgendwie neue Zusammenarbeiten braucht. Also wir glauben, dass so wie unsere Therapie die Zukunft sein wird. Und wir möchten deshalb auch unbedingt so Workshops anbieten, eben für Private, aber auch für Ärzte und Therapeuten, wo wir dann wirklich weitergeben, wie wir arbeiten, damit, ich meine, es ist klar, es kann jetzt nicht jeder wie Schamane arbeiten, aber man kann irgendwie unterschiedliche Sachen machen, also Intuition stärken oder mit uns zusammenarbeiten. Und das möchten wir eben im Rahmen von Workshops weitergeben. Toll. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, glaube ich, dass wir, also so sehe ich mein Leben und es ist eine gewisse Reise, wo kein Ende nicht findet. Und durch das, was wir da gerade machen, öffnen sich einfach andere Türen auch nochmal. Aber wir haben immer beide das im Auge, dass wir einfach dem Kunden und dem Patienten bestmöglich helfen können.
Und ich möchte da jetzt auch nochmal ausdrücklich, weil das ist uns ja auch schon ganz immer wieder unterstellt worden, wir verlangen, also für diese Studie auch, wir kriegen da kein Geld, das ist wirklich irres. Und meine Zeit, die wir neben Familie und neben unserer Arbeit investieren und in vielen, vielen Stunden, also allein, was die Iris zusammen mit ihrem Chef für die Ethikkommission da vorbereiten hat müssen, das ist unsagbar. Ja? Und auch ich. Ja? Und auch vielen Fragen sich unterziehen und Prüfungen. Und das machen wir wirklich, weil wir wirklich das Ziel haben, dass wir helfen möchten. Ja. Wunderbar, ja. Ich glaube, wir alle drei machen unsere Arbeit, weil wir einfach die innere Berufung spüren und weil absolut, es ein Anliegen ist, den Menschen zu helfen. Und nicht nur wir wollen das, sondern auch die geistige Welt, Andrea. Du hast in dem Buch gesagt, die Schamanengötter, die Spirits, wollten diese Verbindung herstellen zwischen westlicher Medizin und Schamanismus. Das sehe ich bis heute so, weißt du. Ich habe immer gesagt, ich meine, Thomas, du weißt es am besten, wie viel Gegenwind auch ich manchmal bekomme und bekommen habe, ist einfach, ich bin in Bayern geboren, ich bin im Kinga aufgewachsen, warum auch immer mich der Weg nach Korea geführt hat und nach Hawaii. Ich sage immer, ich bin die Brücke zu den verschiedensten Welten und auch die Brücke, ich habe durch meine eigenen Erkrankungen und durch meine eigenen Schicksalsschläge und auch durch meine eigenen Erfahrungen mit anderen Schamanen es so wichtig gefunden, dass es die Verbindung gibt, weil ich einfach selber Blut und Wasser geschwitzt habe und durch die eigenen Fragen durch musste, was ist jetzt richtig und was ist verkehrt. Und das so voneinander abzutrennen, war für mich einfach das, wo ich immer gesagt habe, das kann nicht funktionieren. Ja? Also es braucht einfach dieses Miteinander. Und ich finde an dem Punkt, wenn man das dem Kunden und dem Patienten, dass er das überhaupt annähernd so fühlen und denken darf, gibt man dem so ein Stück Freiheit mit, das wo man gar nicht in Worte, weil die größte Angst von einem selber ist ja dann immer, mache ich irgendwas verkehrt, übersehe ich irgendwas. Ja. Nee, wunderbar. Ich finde das wirklich toll. Ich habe mal mit dem großen Geistheiler Horst Krone, der irgendwie 16.000 Menschen ausgebildet hat in Geistheilung, ein Gespräch geführt. Und er sieht ja auch diese Zukunft, dass geistige Disziplinen, Schamanismus und Medizin immer mehr zusammenwachsen. Habe ich ihn gefragt, wie lange glauben Sie, dauert es noch, bis wir so weit sind? Hat er gesagt, 300 Jahre. Dachte ich, nein, das kann nicht sein, bitte nicht. Also ihr tut alles dafür, dass es ein bisschen schneller geht. Wollen wir vielleicht nochmal die Medizin, die Schulmedizin etwas näher beleuchten? Nicht, dass die jetzt zu wenig im Fokus ist. Du, liebe Iris, du hast ein lustiges Beispiel beschrieben im Buch. Das finde ich irgendwie ganz toll. Du hast mal beschrieben, wie die Schulmedizin wie so ein Boxenstopp bei der Formel 1 funktioniert. Ja. Magst du das nochmal beschreiben, dieses Bild? Ja, das war ein dieser Vergleich, dass man manchmal so den Eindruck hat, ein Patient hat irgendein Symptom und kommt wohin und dann, also wir haben es verglichen mit dem Boxenstopp bei der Formel 1, wo man eben diese Bilder kennt, wo dann das Auto reinfährt und alle fallen über das Auto her und reparieren das irgendwie gleichzeitig. Nur, dass es eben eigentlich in der Schulmedizin nicht so gut funktioniert wie in der Formel 1, sondern da gehen die Patienten nacheinander zum einen, zum anderen. Und jeder macht irgendwie seinen kleinen Teil und ja, das ist irgendwie das Problem, glaube ich. Also man muss es irgendwie ganzheitlicher sehen. Und die Patienten sind dann halt verzweifelt, weil wenn ich zum einen gehe und der sagt, von ihm aus passt, muss wieder woanders gehen. Also ja. die verzweifeln einfach, ja, und verlieren dann eigentlich den Glauben an die Schulmedizin, was auch keine gute Sache ist. Mhm. Weil dann läuft man in die Gefahr, dass man, ich meine, es gibt zum Beispiel bei uns in Wien, da gibt es auch einige Leute, die sich selbst Schamanen nennen, die haben einfach einen Wochenendkurs gemacht und die Leute gehen dann zu so einem und hören dann irgendeinen Blödsinn und glauben dann, Schamanismus ist irgendein Unsinn. Und das finde ich eigentlich furchtbar, dass sie da Leute wirklich dann bereichern möchten und mit irgendeinem Unsinn und dann dieser ganze Schamanismus, was eigentlich so viele tausende Jahre alt ist und wo so viel Kraft dahinter steht, dass es dann irgendwie wegen solchen Spinnern so einen schlechten Ruf bekommt.
Ja, allerdings. Ich finde es total wichtig, was du sagst, weil es ist ja eine Tat so. Weißt du, du bist jetzt auch gelernte Wissenschaftlerin. Du hast es ja auch nicht im Wochenendkurs gelernt. Ein großartiger Pianist lernt es auch nicht am Wochenende. Warum soll es in diesen Disziplinen anders sein? Und der Schamanismus, liebe Andrea, wenn ich das richtig verstehe, du machst es ja sogar nicht erst seit diesem Leben, sondern es zieht sich durch viele Leben, diese Fähigkeit, was du da machst. Ja. Absolut. Und was ja die meisten nicht verstehen, ist ja, dass du selber ja so wie der Arzt sehr viel aufwendet, auch ich aufgewandt habe und immer noch, um selber weiterzulernen. Das hört ja nie auf. Ja? Und wenn man vielleicht andere Sprachen dazu lernt, so schaut man sich andere Kulturen. Und ich bin unheimlich daran interessiert an andere Kulturen und an diesem Verständnis, dass es bestimmte Ritualsabläufe oder bestimmte Werkzeuge in jeder Kultur sich immer irgendwo wieder auf einen gemeinsamen Nenner trifft. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und zu deiner Frage, was du vorher gerade gesagt hast, was ich immer wieder feststelle, ist einfach, dass der Kunde an sich schon Angst hat, seinen Arzt zu fragen, kann ich die Patientenunterlagen haben, darf ich das oder jenes? Und das war halt einfach wünschenswert, wenn man sagt, okay, es gibt da weniger Berührungsängste, sondern der Arzt hat zwar seinen weißen Kittel, aber drunter ist er genauso Mensch und er wird auch an eigene Grenzthemen und an eigene Schicksalsschläge kommen, die wo er selber meistern muss. Und das vergessen wir oft. Ja. Wir sind alle aus dem Gleichen gestattet. Das ist Körper, Geist und Seele und wir haben alles das Gleiche, Geburt und Tod. Und dazwischen befinden wir uns auf einer Reise, die jeder zu bewerkstelligen hat. Schön gesagt, ja. Ja, und ich denke, es braucht vielleicht auch ein gewisses Grundwissen, was viele Menschen gar nicht mehr so haben, weil es ja auch gar nicht so oft vermittelt wird. So ein Grundwissen, okay, du bist verantwortlich auch für deine Gesundheit und es gibt Körper, Geist und Seele und es gibt diese verschiedenen Methoden. Was würdet ihr sagen, wie könnte sich das verändern, dass die Menschen wieder mehr, ja, dieses grundsätzliche Wissen erhalten? Gut, durch euer Buch macht ihr das ja schon, ja, wahrscheinlich durch solche Projekte auch, ne? Ich glaube, dass jeder das, was du jetzt nennst, das grundsätzliche Wissen trägt jeder von sich selbst in sich. Okay. Ja, also das ist nicht irgendwo verborgen und das kann man nicht irgendwo, dass man das jetzt plötzlich herzaubert. Ich glaube, wir haben verlernt und das haben wir auch in unserem Buch so gut geschrieben, dass man sich überhaupt Zeit für sich selber nimmt und anfängt wieder die Stimme seiner Seele wirklich zu hören, anstelle nur zu funktionieren. Ja? Und jemand, der ja jetzt, sage ich mal, in unserer Kultur krank wird, der sagt, er muss ganz schnell wieder gesund werden, damit er ganz schnell wieder in die Arbeit gehen kann, damit er ganz schnell wieder in Urlaub fahren kann und ganz schnell. Und du hörst immer nur schnell, 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 schnell. Und was ist es? Es ist eigentlich nur die Angst, es könnte was passieren und im schlimmsten Fall sterbe ich. Ja? Ja. Dass aber jeder von uns zu jeder Sekunde den Tod bei sich in der Hosentasche mit rumträgt, das verdrängen wir. Auch du wirst sterben. Ja. Das ist uns, wir sind geboren, um zu sterben. Das ist mein Leitsatz. Ja? Und wir können dazwischen nur Erfahrungen sammeln. Und die Erfahrungen sind schön, dass wir die machen dürfen. Und ich finde, wichtig ist, dass wir aus dem Vollen und Ganzen im Hier und Jetzt leben. Mhm. Wunderschön, ja. Man lernt ja auch im Buch so ein bisschen dieses andere Denken und am Ende gibt es noch so ein Kartenset, so ein Kartenspiel. Wollt ihr da mal kurz beschreiben, wie kann man damit arbeiten? Wer möchte? Iris, Andrea, machst du das, oder? Ja, also wir haben uns da sehr viel Gedanken drüber gemacht, weil es ja ganz viele Kartensets ja auch gibt. Und wir haben gesagt, wir geben jetzt gar nicht so diese große Anweisung absichtlich dazu, sondern zu dem vorherigen Thema, was wir jetzt auch gerade gehabt haben, sondern derjenige soll erstmal fühlen, was macht ein Schlagwort mit einem. Mhm. Ja, also was passiert, wenn ich das Schlagwort Wut ziehe? Ja, oder was passiert, wenn ich das Schlagwort Tiger, was passiert damit? Ja, und das über den ganzen Tag für sich erst einmal zu betrachten und zu schauen, wie viele Schichten in einem angeregt werden. Das ist schon mal das Spannende und mit dem kann ich weitergehen. Und wir werden nächstes Jahr werden wir dieses Kartenset ein bisschen mehr ausarbeiten und nochmal ein anderes Kartenset dazu bauen, wo wir dann ein bisschen Anweisungen dazu geben. Und ich finde dieses,
Was ich selber lernen durfte in den vielen Jahren, wo ich in Hawaii war, ich habe einen großartigen Lehrer dort gehabt, dieses Schubladendenken aufzuhören. Ja, das, wo wir gerne ja machen, dass alles irgendwo geordnet und aufgeräumt sein muss. Und das wollten wir auch mit diesen Karten bezwecken, dass wir einfach einmal Dinge sein dürfen und spüren dürfen, die wir ganz unbewusst, weil untertags, wir hören ganz viel, wir hören im Radio, wir hören Nachrichten, wir schauen Fernsehen und so. Und alle Schlagwörter machen mit uns was. Ja? Und alle Schlagwörter setzen Emotionen und setzen eine Welle in uns los. Und plötzlich sagen wir irgendwann Mittag, werden wir total zwider, ja? Und wissen überhaupt gar nicht, was los ist. Und uns ist, wenn wir uns dann die Zeit nehmen und so sagen, Moment einmal, ja, und das sage ich ja ganz oft zu dir, Thomas, sortier doch erstmal alles aus. Was hast du denn alles gehört, gesehen und gespürt? Mit Ja? wem hast du gesprochen? Mit welchen Mit Energien wem hast du den hast du ganzen Tag gesprochen? verbracht? Geht es demjenigen? Und wenn ich das dann erst einmal wieder alles von mir wegsortieren kann, ja, diese ganzen Sachen, Ja. dann komme ich irgendwann wieder zu mir und dann merke ich, okay, das war's, was mich so aus der Bahn geworfen hat. Ja, das ist total spannend, was du sagst, weil mir wurde auch nochmal bewusst, ist auch im Buch ein Thema, Energien. Mit welchen Energien bist du den ganzen Tag in Verbindung? Energien von Orten, von Menschen, von Emotionalitäten. Und wie kannst du dich davon wieder lösen? Ja, das ist ja auch wichtig. Das, Ja, ja. und jeder kennt ja von uns, weißt du, das wird, ich finde immer, es wird immer so leicht gesagt und so leicht weitergegeben, boah, wenn in einen Raum reingehe, dann ist da dicke Luft. Ja? Dass aber der Raum in jedem Geschäft sein kann, dass mir das in jeder, wenn ich mir Anziehsachen kaufe oder in der Metzgerei, dass mich das überall treffen kann, bei jedem Meeting. Das vergessen wir, weil Ja. wir so sehr im Kopf sind und sagen, okay, da muss ich jetzt das machen. Und plötzlich denke ich mir dann, oh, warum kriege ich jetzt total Bauchweh? Warum kriege ich jetzt plötzlich total Kopfweh? Was ist denn jetzt gerade los? Mir ist total schwindelig. Ja? Anstelle dann mal zu sagen, hey, was habe ich da im ersten Moment gefühlt? Wo bin ich da jetzt gerade reingekommen? Was ist die Geschichte da dort eigentlich? Und was mache ich hier? Ja. Ja, spannend. Ja, liebe Iris, du bist Wissenschaftlerin, Medizinerin, aber ich sehe ja, dass du auch, dass für dich auch die Komponente der Seele und der Psyche eine sehr, sehr wichtige ist. Würdest du sagen, da öffnet sich im Moment schon etwas mehr die Wissenschaft für dieses, ich sag mal, psychosomatische Denken, das Erforschen, wie sehr Seele und Körper eigentlich zusammenhängen? Ich glaube schon. Also ich glaube, es liegt auch daran, dass wir jetzt alle in einer Krise sind. Also und dass diese Ja. Krisen irgendwie auch gar nicht aufhören. Also das ist, ich sehe es an Patienten, ich sehe es auch an Kollegen. Und oft ist es ja so, dass durch diese Krisen dann einfach irgendwie andere Bewältigungsmechanismen notwendig werden. Also man merkt irgendwie, okay, mit dem, wie ich bis jetzt zurechtkommen bin, das klappt jetzt nicht mehr. Ich habe Ängste und überall sind Krisen und ich muss irgendwie, ich glaube, dadurch wird man auch offener für Neues, weil man eben mit dem Alten nicht mehr, mit den alten Strategien, die man gehabt hat, wenn man damit irgendwie nicht mehr weiterkommt das hat dann sicher auch den Vorteil, dass man sich irgendwie neue Wege sucht einfach. Spannend. Ah, und was ich noch sagen möchte, Thomas, weil du vorhin gesagt hast, dass das Räuchern und so diese Sachen alles so weg ist von der Medizin, das stimmt so nicht. Wir haben zum Beispiel, wenn wir das Buch geschrieben haben, unheimlich viel rumgeforscht mit Räuchern in der Pandemie und so. Und in früheren Pandemiegeschichten wurde immer schon das Räuchern, immer Masken schon eingesetzt. Ja? Also das ist hochspannend, wenn man sich mit der Weltgeschichte beschäftigt, dass das eigentlich immer da gewesen ist, dass das nur leider total verschütt gegangen ist und nicht mehr angewandt wird, weil es einfach so irgendwo einfach und greifbar wäre. Ja, ist ja spannend, was du sagst. Es ist ja auch so, dass in früheren Zeiten der Schamanismus in der ganzen Welt einfach das vorherrschende Wissen war. Dann kam die moderne Wissenschaft und Medizin. Dadurch ist es sehr, sehr in den Hintergrund geraten. Aber es ist eben hilfreich, ja, jetzt wieder alles zu verbinden und alle, Wege. Ich mache mit meinen Kindern immer so Spiel. Ja, wir sind immer, und ich finde, das passt vielleicht da ganz gut. Die fragen mich ganz oft, Mama, wie entsteht ein Wort oder wie ist das? Oder wenn wir jetzt auch dieses Wort Schamanismus oder Medizin haben. Ich finde, das Wichtigste ist doch, wie geht man damit um? Ja, wenn man das Kind tauft in dem Sinn, ja. Wie ist mein Handwerkszeug, dass es mir und meiner Familie und dem Umfeld gut geht. Ja. Und wie ich nach München fahre, ob ich mit dem Zug, mit dem Radl, mit dem Auto oder das ist ja nochmal eine ganz andere. Diese Herangehensweise, denke ich, ist so vielschichtig.
dass es gar nicht immer irgendwie nur einen Namen oder Schublade haben muss, das ist Schamanismus, das ist Schulmedizin, sondern was kommt unterm Strich dabei raus? Ja, ja. Wunderbar. Also einfach so eine ganzheitliche Weltsicht, die wir alle wieder sozusagen entwickeln dürfen und wo wir uns auch gegenseitig wieder begegnen können. Ich denke auch so ein Dialog, der wieder mehr werden darf, das ist, ich glaube, das ist die Rettung für unsere Zukunft. Ja, und das Zurückerinnern, besonders in Zeiten, wo wir jetzt sind, wo jeder ja, so wie du auch sagst, Iris, einfach, was wir einfach merken, dass die Angst und die Verzweiflung auch bei Leuten, die mit Sicherheit gut im Leben stehen, die finanziell keine Probleme haben, die gesund sind, aber allein durch das, was in den Medien, was einfach da ist, wird so viel Angst geschürt, ja. Dass fast jeder, kann man fast sagen, 1,5 an Ängsten gerade zu dealen hat, die es aber auch immer schon in der Menschheit gegeben hat. Ja. Und ich denke, das Vertrauen darin ist wichtig und sich zurück zu besinnen in die Gebete auch. Und ein Gebet muss nicht ausschauen, dass ich in der Kirche stehe. Ich kann ein Gebet draußen in der Natur, im Wald, beim Spazierengehen und ich kann es auch im Auto machen. Wunderbar, ja. Also wir können hoffen, liebe Iris, oder? Was denkst du? Ja, ich sehe es genauso eigentlich. Ich habe da jetzt gar nicht mehr viel zum Dazufügen. Ja, aber wunderbar. Also wie gesagt, ich bewundere auch deinen Mut, dass du zum Beispiel auch in so einer sehr spirituellen Sendung mit dabei bist als Wissenschaftlerin, dass du diese Arbeit mit Andrea machst. Und ich glaube, das ist die Zukunft, ein wirklicher Dialog der unterschiedlichen Disziplinen. Es war eine große Freude, mit euch zu sprechen. Ein sehr intensives Gespräch, sehr, sehr spannend. Viele Themen haben wir beleuchtet. Euer Buch, die Schamanentherapie, ich zeige es nochmal. War mir eine große Freude mit euch, Andrea Kalf und Dr. Iris Zachenhofer. Vielen Dank. Alles Liebe euch. Dankeschön. Danke, lieber Thomas. Alles Liebe auch euch, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal bei Mystica TV.